Heute habe ich wieder Post erhalten von Worldwide Butterflies. Und zwar, ich nehme an, das sind jetzt meine neuen Attacus Atlas. Lassen Sie mich nachschauen, wie die aussehen hier. Ja, das ist 15 Eier von Giant Atlas Moss, Attacus Atlas. Man sieht jetzt von hier noch nicht gerade viel an Details. Wir werden mal schauen, wenn wir das öffnen, wie das aussieht. Attacus ist ja wahrscheinlich die größte oder eine der ganz größten Schmetterlings-Nacht-Seidenspinnerraupen der Welt mit einer Spannweite über 20 cm, vor allem in Indonesien zu Hause. Also eine tropische Art, die sehr viel Feuchtigkeit braucht, wenig Luftzug, deshalb am besten nicht in einem Aerarium aufbewahren, sondern in einem geschlossenen Terrarium, wo die Luftfeuchtigkeit hoch sein kann und hoch bleiben darf während der ganzen Zuchtzeit. Stellen Sie sich einfach vor, das ist im Innern eines Dschungels mitten im Geäst eines Baumes mit 100% Luftfeuchtigkeit. Das wäre etwa der Lebensraum von Attacus Atlas. Was ich hier vorbereite ist, die brauchen jetzt am Anfang ganz wenig Platz, einfach so viel, dass dann die Raupen sich da richtig entwickeln können, fertig entwickeln können in den Raupen mit ein bisschen Wasser dazu. Dann lege ich oben, nicht zu viel, wenn es zu viel Wasser wird, lieber wieder ein bisschen wegschütten. Dann lege ich oben drauf Äste von Ligustrum ovalifolium. Und zwar so richtig ein bisschen das Feuchte da ein bisschen abdecken, dass die Feuchtigkeit also richtig schön hoch bleibt und die Blätter da so eine Lage bilden. Und auf diese Lage setze ich dann die Eier drauf, vorsichtig natürlich. Ich werde mal schauen, wie die da eingepackt sind. Aha, das ist so eine neue Technik. Man kann da von der Seite dann, man kann hier von der Seite das wegschieben hier. Dann kommen die Eier da gleich raus ein bisschen. So, voilà. Man sieht aber hier noch nichts von Raupen. Und die kann man jetzt da gleich vorsichtig so auf dieses Blatt, da ist noch eine drin, die Leute von Worldwide Butterflies und immer wieder neue Verpackungstechniken für die Eier. 2, 4, 6, 18, 12, 14 sind das jetzt hier. Vielleicht ist eine da auch noch runtergefallen. Ich lasse die jetzt aber offen so da. Und zwar, weil ich ja sehen will, wann das die ausschlüpfen, dass wir diesen Zeitpunkt nicht verpassen. Dafür ist es gut, das so geöffnet zu lassen. Und jetzt kommt das an einen warmen Ort. Vielleicht schauen wir uns die nochmals an, wie die jetzt aussehen. Ja, hier sieht man die Form der Eier ganz schön. Es sind natürlich große Eier, weil es ist auch ein ganz großer Falter. Attacus Atlas, wir werden schauen, ob wir den durchzüchten können. Jetzt im Winter ist es ja ein bisschen problematisch, weil die Luftfeuchtigkeit immer wieder tief absinkt, wenn wir heizen in den Häusern. Und deshalb ist es gut, wenn man das ein geschlossenes Terrarium oder sogar eine Art Aquarium dafür dann vorbereitet. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Sie sind dabei, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, wissen Sie zu etwa, wann wieder ein neues Video raufgeladen wird in YouTube. Danke fürs Zuschauen.